Kai Detto-Wolin ist seit 2006 fester Bestandteil der deutschen FIFA-Profiszene. Der zweimalige Cybergames-Sieger und FIWC-Finalist konnte sich im Dezember 2014 bei den EPS-Finals in Köln den Titel bei FIFA 15 sichern. Sein Weg in den professionellen E-Sport begann, wie für viele, im heimischen Wohnzimmer. Also es war so, dass ich früher sehr, sehr viel mit Kumpels gespielt habe, also eigentlich die Reihe durch, aber bei FIFA war es halt so, dass ich irgendwann die meinen Kumpels immer gewonnen habe und dann haben sie mir gesagt, hey, melde dich doch mal da und da und versuch doch mal damit zu halten. So hat sich das halt über die Jahre oder die Monate entgeben, dass ich dann immer höher aufgestiegen bin und dann halt alles mitgespielt habe, was so ging. Einen Großteil seiner Karriere spielte Wolin für Team Acer. Vor einigen Wochen wechselte er zum neu gegründeten EGM Sports Team. Dort kann er vor allem mit seinem ruhigen Aufbauspiel und seiner starken Psyche überzeugen. Ja, also die mentale Stärke ist, würde ich sagen, ein großes Plus bei mir. Seine Schwachpunkte werden sich im Laufe seiner Karriere aber wohl auch zeigen. Eine Riesenschwäche, vielleicht noch in der einen oder anderen Situation zu unkonzentriert, aber ich weiß es nicht. In Zukunft erhofft sich Kai Detto-Wolin eine Modusveränderung auf den großen Turnieren. Seiner Meinung nach sollten die Veranstalter weniger auf Quantität und mehr auf Qualität setzen. Statt in einem Best of Five den Sieger zu ermitteln, sollte eine einzelne Partie entscheidend sein. Aber eins steht für Wolin fest. Ein Wechsel zum Konkurrenzprodukt Pro Evolution Soccer steht für ihn nicht zur Option. Damit will er aber auf keinen Fall die alte Fehde zwischen PES und FIFA aufleben lassen. FIFA ist mittlerweile einfach zu einem wichtigen Teil seines Lebens geworden, dem er die Treue halten will.